frag Filou, ob's warm ist oder schneit. Frag Filou, er ist für dich bereit. Frag wieso, egal ob leicht oder schwer. Frag warum, dann weißt du sicher mehr. Ist dir die Welt ein Rätsel, halt nicht die Augen zu. Fass dir ein Herz und frag Filou. Hallo, liebe Kinder, große und kleine Erfinder. Ich bin Filou und das ist mein Rucksack. Hallo. In dem habe ich alles, was ich brauche. Ihr könnt mir jederzeit Fragen schreiben. Meine Adresse findet ihr im Abspann. Ja, auch in diesen Tagen haben wir wieder Fragen, Fragen, Fragen. Also komm, entscheid die Filou. Also gut. Die kleine Jacqueline will wissen, warum gibt es Bücher? Oh, ho, 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 ho. Das ist doch ganz klar, Jacqueline. Damit die Lehrerinnen euch quälen können. Filou. Nein, natürlich nicht. Damit das Regal hinter euch schön bunt und voll aussieht. Filou. Nein, das braucht ihr, wenn ihr mal keine Fliegenklatsche in der Nähe habt. Nimm ich Lieblingsbuch, Filou. Du denn? Was liest du denn? Der Duden ist ein Wörterbuch. Ja, da innen stehen alle Wörter, die es gibt. Und aus Wörtern bildet man Sätze. Und aus Sätzen bildet man dann Geschichten. Und die erzählt man sich. Oder man schreibt sie in Bücher. Ja, so wie die Geschichte, wo wir gestern Abend zusammen gelesen haben. Hä? Oh ja, die Geschichte habe ich noch im Ohr. Die lesen wir gleich noch mal vor. Hä? Socke? Was machst du denn in dem Buch? Aua! Ich fühle mich so platt. Oh, Entschuldigung, das ist mein Fehler. Ja, ich habe Zöcke gestern als Lesezeichen gebraucht. Was? Geht's noch? Ich bin doch kein Lesezeichen. Oh, die ganze Nacht habe ich zwischen dem König Artus und seinen Ritter verbracht. Ich konnte im Fall nicht können schlafen. Es war so spannend gewesen. Also Rucksack, wenn du mich nächstes Mal als Lesezeichen brauchst, dann steckst du mich wenigstens in ein langweiliges Buch. Es gibt keine langweiligen Bücher. Klar gibt's die. Und wie, hier, dein Lieblingsbuch, da steht gar nichts drin. Total langweilig. Aber schau mal, das Buch hat schon ein Lesezeichen dran gemacht. Ja, für da ist der Bändel da. Und ich dachte, das wäre zum Anbinden, um arme Kinder zu schinden, wenn sie das Buch blöd finden. Oh, Filou, deine Reime nerven. Und sowieso, ich bin so müde. Oh, Rucksack, gibt's echt nicht ein Aufwachbuch? Nein, Aufwachbücher gibt's nicht. Nur solche zum Einschlafen. Zum Beispiel eine gute Nachtgeschichte. Oder ein Buch, das dir sagt, wie du zu einem gesunden und langen Schlaf kommst. Das wäre ein Sachbuch. Oh, wow, Sachbücher.
Sachbücher verlangen von einem so viel. Machen wir lieber ein Ratespiel. So, Rucksack, warte. Ja. Hey, da ist meine Lieblingshandtasche. Die bekommst du doch gleich wieder, Socke. Oh. Pass auf, Rucksack. Ja. Oh. Was ist das? Ein Buch, wo eine Tasche dran hängt. Eine Buchtasche. Nein. Ah, nein, ein Buch mit Tasche. Ach nein, ein Taschenbuch. Ach so. Jetzt gib mir endlich meine Tasche her. Ja doch, Socke, hier. Oh. Pass auf, ich hab noch eins. Ja. Achtung. Ei der Daus, wer kommt raus? Ein Buch, wo schräg ist, ein Schrägbuch. Ah, ein Schreckbuch. Nein, was macht es? Ein Buch, wo sich um sich selber dreht. Aha, eine Autobiografie. Hä, was ist das? Eine Autobiografie ist ein Buch, wo neben sein eigenes Leben drin aufgeschrieben hat. Ach, das ist es nicht. Denk mal schlicht, du weiser Wicht. Hier. Also, es drüllt sich, ein Drüll, ein... Ah, jetzt weiß ich's, ein Drehbuch. Ja, Bingo! Oh, jetzt habe ich auch eins. Aha. Warte mal. Hüpp, hüpp, hüpp. So, nehmen wir mal die Pfanne da. Ja, und dann lege ich das Buch drin rein. Dann musst du den Löffel, mit dem musst du den drei rühren. Da findest du nie aus. Ich hab's, ein Kochbuch. So schnell? Ja, das stimmt. Ja. Da, Pfanne. So, aber ich hab auch noch eins. Pass auf. Achtung. Schreit, ein Schrei. Ah, ein Schreibbuch. Nein. Ein Lärmbuch. Nein. Ein Krachbuch. Och nein, ein Kinderbuch. Ach guck. So. So. Oh, jetzt langt's aber. So. Was machst du? Socke, Und jetzt wissen wir, was das ist? Es Kaputzbuch. Und jetzt sind da hoffentlich ruhig. Er macht denn so etwas mit dem Buch, das geht doch nicht. Ein Buch ist ein Ort vom Wissen. Ein Buch, das erzählt die Vergangenheit, die Zukunft, was ich denke. Das kann man doch nicht machen. Sei nicht traurig, Rucksack. Ich lese dir zum Trost aus unserem schönen Buch vor, ja? Ja. Also. Aber euch sag ich Tschüss im Nu, euer Filou. Tschüss.